Guten Morgen, liebe Bewohner. Es ist Montag, der 18. Mai 2020 um 7.09 Uhr hier auf Averianien. Ich habe eine aufregende Nachricht im Namen unseres werten Museumsdirektors Eugen zu verkünden. Zum Internationalen Museumstag hält das Museum vom 18. Mai bis 31. Mai eine Stempeljagd ab. Oh, klingt das nicht spannend? Ich hoffe, alle schauen im Museum vorbei und machen eifrig mit. Ja, weiter mit dem Neuesten von heute. Heute haben wir Besuch auf dem Campingplatz. Ja, ich hoffe, dass unser Gast selbst sehen kann, was Averianien so besonders macht. Ja, und damit mache ich mich wieder daran, euch das Inselleben so angenehm wie möglich zu gestalten. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück auf Averianien. So, da heiße ich euch doch mal in meinem Voll-Fashion-Cowboy-Outfit. Entschuldigt. Ich finde das eigentlich so lustig mit diesem Rosa. Ich finde es irgendwie toll. Oh, war ja. Gut. Ich denke mal, dass wir hier jetzt Post. Moment. Post haben wegen dem Museumstag. Ich finde die Klamotte total toll. Oh, Marlies hat mir geschrieben. Was für ein Traum, Vitamin A. Ich wollte schon immer in einer Bücherei wohnen. Um mich herum wären nur Bücherregale vom Boden bis zur Decke. In einem solchen Zuhause ging es mir niemals der Lesestoff aus. Deine verträumte Marlies. Okay. Soll das jetzt so ein kleiner netter Hinweis sein, dass wir Marlies ein Bücherregal schenken sollen? Oh, war ja. Eigentlich wollte ich heute ganz gern mit euch auf eine Insel reisen, um mal nach einem neuen Bewohner zu suchen, denn Pete ist ja nun tatsächlich ausgezogen. Das Grundstück steht frei. Aber dann gucken wir doch glatt mal auf dem Campingplatz vorbei, was da so los ist. Oh, ich kann schon wieder Obst sammeln. Uiuiuiui. Ja, einiges zu tun, ja. Eieiei. Oh, Monetos. Ja, ja. Entschuldigung, Moment, bevor wir ins Zelt gehen, hier, erstmal für Nachschub, so. Ja, wir brauchen ja schließlich Geld. Oh je. Ja, 1000 Sternisack. So. Du, mich auch. Ist das Loch denn weg, wenn man jetzt irgendwo reingeht? Oh nein, weil ich habe aber auch keine Ressourcen. Habe ich? Doch, ich habe Ressourcen. Moment. Halt, nee, hier wohne ich nicht. Noch eins weiter, bitte. Oh, ich muss meine Rosen noch umpflanzen. Ich habe ja nun durch diese Zuchten einiges an Rosen bekommen. Ah, ich habe keine Werkbank mehr draußen. Nein. Stimmt ja, die habe ich ja reingeräumt. Na gut, dann machen wir uns mal eine neue Schippe. Na, das fängt ja schon super an hier. Meine Chaosbude. Also mit diesem Wohnzimmer werde ich wohl nie fertig werden. So, etwas herstellen würde ich ganz gern. Und zwar, ja, eine Wackelschaufel. Hartholz brauche ich erst noch. Alles klar. Alles klar. Hartholz. Dieses, jup, alles klar. Und jetzt hier. Speedy Gonzales. Speedy Bo. Entschuldigung. Ich weiß nicht, wer das von euch noch kennt, vielleicht von früher. Die schnellste Maus von Mexiko. Ach, da kriegt man doch glatt Lust, das nochmal zu gucken. Nee, das reicht mir fürs Erste. Dankeschön. Speedy Gonzales, die schnellste Maus von Mexiko. Oh Mann, das habe ich als Kind so gern geguckt. So, dann machen wir ein bisschen Flotti Karotti hier. Oh, oh. Jetzt mache ich mir noch meine Blüten kaputt hier. Na? Ja, Gott sei Dank, es ist noch da. So, dann müssen wir erstmal hier 10.000 Sternis machen. Und dann möchte ich ganz gern, ja, okay, ich muss dann erstmal hier die,
Alles klar. Und jetzt hier vergraben. Danke. Äußerst nett. Merci, gracias. So, dann gucken wir mal hier rein und sagen mal Hallo. Gucken wir überhaupt mal, wer uns hier besucht. Vielleicht wieder so eine komische Gestalt oder jemand Liebes. Oh Gott, ein Frosch. Okay. Ein bisschen gruselig, aber ja. Hallo? Ja, hallo, wohnst du hier? Hast du ein Glück? Ich bin nur zu Besuch auf der Insel Quacky. Die Janette ist sehr knuffig. Ja, ich bin übrigens Janette. Mein Plan ist, mich hier schön zu entspannen und zu erholen. Ah ja? Puh, es tut mir weh, bald wieder abreisen zu müssen. Ich wünschte, ich könnte für immer bleiben. Komm, einen Frosch hatten wir auch noch gar nicht. Oh, das ist wirklich nett von dir, aber ich muss leider davon absehen, Quacky. Ich würde es nicht übers Herz bringen, meine jetzige Heimat einfach so zu verlassen. Hey! Ja, die Zahl der Bücher, die ich ganz dringend noch lesen muss, ist momentan ganz schön hoch. Da kommt dieser Ausbruch aus dem Alltag gerade recht, Quacky. Mhm. Ja, das Beste am Camping ist, draußen zu sitzen und den Sternenhimmel zu bewundern, Quacky. Unter freien Himmel an der frischen Luft zu sein, inspiriert mich sehr. Ich werde ein Gedicht schreiben. Ich hatte gerade eine Idee. Hast du Lust auf ein lustiges Spielchen, Quacky? Wenn du gewinnst, gehört mein Papiertiger dir. Was hältst du davon? Ich habe schon zwei Papiertiger. Aber, ja. Sollen wir die Regeln durchgehen? Ja. Also, das Spiel geht so. Ich habe 4 Karten und zwar je eine von jeder Spielfarbe. Okay. Ich ziehe eine Karte und dann musst du raten, ob das Symbol darauf rot oder schwarz ist. Wenn du richtig liegst, gewinnst du mein Papiertiger. Ganz einfach, nicht wahr? Dann mische ich jetzt die Karten. So, ist das Symbol für die Spielfarbe der Karte, die ich gezogen habe, rot oder schwarz? Ene, mene, müsste. Schwarz. Aha, mal sehen, ob du recht hast. Nein, nein. Karo, oje, ein rotes Symbol. Leider falsch geraten. Tut mir leid, diesmal gehst du leider leer aus. Ich hoffe, dieser kleine Misserfolg hält dich nicht davon ab, es irgendwann erneut zu probieren. Und wieso will die nicht bei mir einziehen? Ja, ich hatte gerade eine Idee. Hast du Lust auf einen... Achso, eine Clownsmaske. Ach du lieber Himmel. Na okay, dann probieren wir nochmal. Möchten wir jetzt hier nochmal Spielkarten und so? Ja, okay. Ich zapp das jetzt mal durch, ja? okay. Ja. Aber man sieht doch nicht, was da drauf ist. Ach du, jetzt wird's noch schwieriger. Herz. Aha, mal sehen. Nein. Woran sieht man denn das? Gibt's da einen Trick? Okay, sie möchte offensichtlich tatsächlich nicht hier einziehen. Naja, dann müssen wir wohl doch auf Inseln fahren. Oder ich probiere das nachher nach der Aufnahme nochmal in Ruhe. Denn ich möchte jetzt gerne erstmal ins Museum. Lass mal Eugen guten Tag sagen. Schon wieder so viel Zeit verplempert hier. Manometer. Entschuldigung. Das ist mal das Zeichen davon, dass man ein Spiel vielleicht etwas viel zu viel gespielt hat. Hallo Eugen. Oh je, ich bitte um Pardon. Guten Morgen, Averia. Willkommen im Museum von Averianien. Anlässlich des Internationalen Museumstags halten wir heute eine Stempeljagd ab. Ich erläutere. Die Insekten-, Fisch- und Fossilienausstellung verfügt über je 3 Stempelstationen. Exquisite Preise warten auf Sie, wenn Sie alle Stempelstationen der Ausstellung ausfindig machen. Ja, dabei wartet jede Ausstellung mit ihrem eigenen Preis auf. Ist das nicht prächtig? Sie sollten sich während Ihres Museumsbesuchs definitiv einmal daran versuchen. Okay, machen wir doch. Tigern wir doch glatt mal hier durch.
Oh, guten Morgen, Hermann. Na? Ja, eine Zufallsbegegnung im Aquarium? Ja, mich dünkt, ich muss gleich... Was? Es dünkt, hier muss sich gleich Dramatisches ereignen. Oh Gott, wollte nur Hallo sagen. Ja, schon okay. Manchmal hat man eben andere Dinge zu tun, Greenhorn. Ich muss Stempel finden. Tschüss. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der... was ist denn das? Okay, das ist kein Dings. Nee. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Hermann ja so einfach im Museum rumläuft. Wie funktioniert das? Hallo? Jede Abteilung. Dann schauen wir doch mal, ob wir irgendwo was Schönes finden, wo wir stempeln können. Aha! Tada! Und Buzzer! Stempelstation Tiefsee. Wie tief sind wir denn? Tiefsee? Aha! Küste und Korallenriff. Alles klar. Korallenriff. Müsste ja eigentlich hier so irgendwo, ja? Na, wir gucken mal. Aber Korallenriff ist doch das hier, oder nicht? Ach nee, das ist immer noch Tiefsee. Warte, dann ist dieses andere. Wir gucken mal hier oben lang. Ja, ich laufe ja schon. Ich weiß, im Museum rennt man nicht. Entschuldigung. Ja. Oh, ich finde die Musik so toll. Ich hoffe, ihr hört die, wenn nicht. Aha! Buzzer! Stempelstation Korallenriff. Ein buntes, lebendiges, warmes Meer. Da möchte ich auch schwimmen. Oh ja! Und jetzt müssen wir noch an die Küste. Das ist aber gut gemacht. Ist dann die Frage, ist denn damit das Event auch schon vorbei? Ach, hier unten. Alles klar. Ja, damit haben wir doch das hier schon erledigt, oder? Ja, man möchte garantiert angeln. Natürlich. So, alle Fischstempel gefunden. Und nun? Das war's jetzt hier, oder was? Aha. Wo kriegt man denn da so seine Belohnung? Denn hinterher, wenn man alle hat, oder wie? Na gut, laufen wir gleich mal weiter zur nächsten Station. Oh, weia. Komm, dann gehen wir mal hier unten wieder hin zu den Dinos. So, hier fehlt mir immer noch Kram. No. So, und haben wir hier schon eine Stempelstation? Ach, schön. Ich mag das hier. Kreaturen, Touren, die tatsächlich keine diese Dinosaurier sind. Teil 2. Das da war's. Jep. Ausgestorben. Okay. Huch, Entschuldigung. Ich wollte dich leider nicht umrempeln, anrempeln. Ich bin verwirrt. Okay. Oh, Batterieleistung lässt nach. Das ist ja schön. Stempelstation ausgestorben. Okay. Was ist da oben an der Decke? Hat sicher nichts zu bedeuten. Okay. Bin beunruhigt. Wie kann man denn... Aber ich kann hier auch nicht den Blickwinkel verändern. Nee, mehr kann ich hier auch nicht machen. Ne? Da müssen wir doch mal gucken. Gehen wir mal hier rüber. Entschuldigung. Läuft es erstmal schön gepflegt gegen die Wand. Naja, es ist ja auch noch früh morgens, ja? Also ich bitte euch. So, ihr Schnuffi-Puffis. Das sieht doch schon richtig gut aus hier unten. Mensch, Mensch, Mensch. Hä? Oh, hier unten. Ja, völlig übersehen gerade. Okay. Die, was? Synapsiden. Okay. Entfernte Verwandte der Säugetiere. Na, sowas. Jep, Hammer. Sehr gut.
alle Fossilienstempel gesammelt. Ja. Okay, also das war jetzt ein bisschen, also das hätten sie ja vielleicht auf zwei Räume verteilen können, oder? Aber gut. Soll ja im Endeffekt nur ein kleiner Zeitvertreib für zwischendurch sein, ne? Schön. So, auf ins nächste. Gucken wir mal bei den Insekten. Da geht Eugen bestimmt selber so super gern hin, ne? Unser Insektenliebhaber, nicht? So, oh, da ist einer. Warte, da ist eine Stempelstation. Oh, hoppala. So, verdammt, zu schnell geklickt. Sonnenblick, irgendwas. Etwas an diesem Ort wirkt unwahrscheinlich entspannend. Sonnenblickweg, ja. Schmetterlingsgarten, Libellenbrücke. Okay, das ist ja jetzt, ja. Gut, kriegt man ja gleich den Hinweis, wo es hin soll, ne? Libellenbrücke, dürfte denn dieses hier sein? Genau. Oh, wie schön. Ich mag ja Insekten jetzt nicht so unbedingt. Aber es ist total schön gemacht. Es ist total schön gemacht. Also hier kann man ja wirklich verweilen, ja? So ein schöner Ruhepol hier. So, bin ich natürlich einmal elegant im Kreis gelaufen. Warum nicht? Kann man doch durchaus mal machen, ja? Naja. So, und dann auf ins Schmetterlingshaus. Aha. Oh, das ist so schön hier drin. So, der Schmetterlingsgarten. Auf einer Bank am Springbrunnen sitzen. Viel besser kann es eigentlich nicht werden. Na, das stimmt. Sehr cool. Alle Insektenstempel gesampelt. Oh, weia. Alter Schwede. Also das mit der Sprache ist heute, ja. Okay, ich hätte mich auf dem Campingplatz nicht so verballern dürfen. Ja, Folge wird einen kleinen Tucken länger, glaube ich. Aber gut, macht nichts. Hätte auch gleich sein können, dass wir einen Froschi bekommen. So, dann gehen wir noch hier oben gucken. Wurde ja gesagt, jede Abteilung, ne? Ja, hier ist leider nur noch gar nichts dazu gekommen. Aha. 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 Okay. Aha. Also hier scheint es nicht zu sein. Dachte ich mir schon, weil wurde ja auch nicht in der Einleitung da angezeigt. Na, dann reden wir mal mit Eugen. Dann halten wir doch nochmal einen Schnack mit Eugen. Machen wir den nochmal wach. So. Hallo? Juhu, ich bin schon wieder eingeschlafen. Es tut mir leid. Oh je, ich bitte um Pardon. Was sehen meine nachtaktiven Augen? Sie haben die Stempeljagd der Insektenausstellung bewältigt. Es freut mich zu hören, dass Sie die Insektenausstellung so gründlich erforscht haben. Für mich wäre das ja nichts. Nun, hier wäre dann der Preis, den Sie somit redlich verdient haben. Aha. Im Folgenden erhalten Sie einen Stempel, der die Komplettierung dieser Stempelsammlung attestiert. Ah, okay. Falls Sie heute noch andere Ausstellungen besuchen, sollten Sie auch dort auf Stempelsuche gehen. Eine distinguierte Person wie Sie weiß diese Kombination aus Kultur und Kurzweil gewiss zu schätzen. Ich habe schon alle. Da steht mir doch der Schnabel offen. Sie haben die Stempeljagd der Fischausstellung abgeschlossen. Ja, ich muss inquirieren. Haben Sie dort zufälligerweise auch Fotografien während Ihrer Erkundung gemacht? Aber natürlich, Ihr Nook-Phone kann fabelhafte Fotos schießen und die Fischausstellung bietet sich als prächtige Kulisse an. Ah, wie konnte ich das bloß vergessen? Hier ist selbstverständlich Ihr Preis. Im Folgenden erhalten Sie einen Stempel, der die Komplettierung der Stempelsammlung attestiert. Batz! Sehr gut! Ja, 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 ja.
das sagten Sie bereits. Es ist sehr nett von Ihnen. Ja, bei meinem Gefieder, Sie haben doch tatsächlich die Stempeljagd der Fossilienausstellung abgeschlossen. Als Veranstalter dieser Jagd ist es mir eine wahre Wonne, derartigen Tatendrang zu sehen. Und so möchte ich Ihnen nun mit Stolz Ihren wohlverdienten Preis überreichen. Okay. Im Folgenden erhalten Sie einen Stempel, der die Komplettierung der Stempelsammlung attestiert. Ja, ja, Eugen. Ja, ich habe alle Stempel gesammelt. Ja, ja. Die Stempeljagd muss Ihnen eine wahre Wonne gewesen sein. Die gefiederte Brust schwillt mir vor Stolz. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Teilnahme und hoffe, Sie werden unser Museum auch zukünftig beehren. Ah ja, Insektenwandschutz, Schmuck. Fischwandschmuck, Fossilienwandschmuck. Wow. Dann laufen wir mal nach Hause und gucken uns den Wandschmuck an, würde ich sagen. Okay. Uiuiuiui. Und jetzt hier lang. Entschuldigung. Oh je. Manchmal habe ich auch eine kleine Macke, aber nur eine ganz kleine. Selbstverständlich nur. Nein, nicht raus, ich wollte runter. Okay, es tut mir leid, wir gucken uns natürlich sofort den Wandschmuck an. Oh, Backe. Ja, im Büro haben wir ja dafür gar keinen Platz, ne? Mal gucken, oder? Vielleicht haben wir da ja auch noch irgendwo Platz. Aber wir gucken erstmal, wie es aussieht. So, hier haben wir nämlich den meisten Platz. Na, hängen wir einfach mal ein paar Sachen aus. An die Wand. Ah ja, okay, pass auf. Nee, ich möchte nicht die Palmenlampe. Ich möchte das da gerne von der Wand haben. Warten Sie. Ja, danke. Und dann legen wir doch mal bitte die Palmenlampe wieder dahin. Danke. Oh je, ich bin gespannt, wann ich die denn mein Kind endlich mal übergeben kann, weil die Switch lässt echt auf sich warten. Nee, also dann gehört das ja tatsächlich ins Büro. Ich liebe diesen Raum. Ich liebe diesen Raum. Also es, ja. So, dann gucken wir mal. Also, an die Wand. Ja. Fischbandschmuck. Oh, na, das ist ja toll gelandet. Ja, ja. Mhm. So, pass auf, da müssen wir die so verschieben. Insektenbandschmuck. Jupp. Naja, das ist doch mal was. Nicht schlecht, Herr Specht. So, dann müssen wir einmal bitte hier wechseln. Können wir doch mal unsere Trophäen hier so ein bisschen ausstellen, ne? Also, ich sag mal. Wir haben ja erfolgreich gesucht und so weiter und so fort. Dann kann man das doch auch mal zeigen, wenn man schon so einen tollen Raum dafür hat. So. Na, gucke. Haben wir unsere Trophäen ausgestellt gleich. Sehr gut. Cool. Ja, damit haben wir den Tag im Endeffekt abgeschlossen. Bin gespannt, ob jetzt noch was kommt oder ob es das jetzt schon war. Wir werden es sehen. Ja, ihr Lieben, für diese Folge komme ich zum Ende. Ich bedanke mich bei euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch wie immer einen traumhaft schönen Tag und würde mich freuen, Moment, wenn wir uns... du sollst den Stuhl schieben, Mann! Moment, so... Wenn wir uns denn beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.